HT1 wird Ihnen präsentiert von der Trachtenwichtelstube. Größte Trachtenvielfalt für jeden Anlass. Es war ein Spatenstich, der wohl in die Geschichtsbücher der Energie AG eingehen wird. Die Errichtung des Pumpspeicherkraftwerks Ebensee. Ein Projekt, das es in so einer Dimension bis dato noch nie gegeben hat. Für uns ist es ein ganz wichtiger Tag heute, weil wir einerseits mit dem Pumpspeicherkraftwerk Ebensee die größte Investition in der Geschichte der Energie AG machen mit 450 Millionen Euro und andererseits natürlich wird damit einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag für eine klimaneutrale Energiezukunft haben und damit auch Oberösterreich wiederum ein Stück weiter nach vorne bringen. Es ist eine große Investition von der Summe her, von der technischen Anforderung, aber das wird auch jahrzehntelang Wirkung haben in unserem Land und daher ist eine große Freude, dass diese Großbatterie, dieses Pumpspeicherkraftwerk jetzt begonnen wird. Die Energie AG nimmt in diesem Zusammenhang gerne das Wort Generationenvertrag in den Mund. Ja, wir können das Wort Generation insofern in den Mund nehmen, als wir schon sehr viele Kraftwerke gebaut haben, Leitungen gebaut haben und unsere Väter und Großväter gebaut haben, die uns das weitergegeben haben zur Vermehrung, zur Verwaltung. Und mit diesem Pumpspeicher und mit den auch anderen laufenden Projekten passiert jetzt genau das Gleiche, dass wir diesen Speicher, wenn er dann fertig ist, einmal betreiben werden, auch was der jetzige amtierende Vorstand anbelangt. Und dann geht er weiter in die nächsten Generationen, wahrscheinlich 2 oder 3 Generationen sogar. Das Prinzip des Pumpspeicherkraftwerks ist einfach erklärt. Wenn wir zu viel Strom im Netz haben, dann pumpen wir pro Sekunde einen Swimmingpool voll hinauf. Wenn wir zu wenig Strom haben, dann lassen wir das Ganze durch eine Turbine herunter und produzieren Strom. Im Berg drinnen ist sozusagen ein großer Raum. Dort ist die Pumpturbine untergebracht mit den Absperrorganen und dann Transformator und so weiter. Und dann muss man das Ganze noch verbinden, eben entsprechende mit Druckstollen muss das verbunden werden vom Oberwasser runter in die Kaverne und dann von der Kaverne wieder in den Traunsee. Stromspeicherung und damit auch Pumpspeicherkraftwerke zählen zu den Schlüsselthemen der Energiewende. Für Oberösterreich als Wirtschaftsbundesland Nummer 1 ist eine hohe Versorgungssicherheit und eine hohe Versorgungsqualität bei Energie ein entscheidender Standortfaktor. Wir brauchen derartige Kraftwerke aufgrund der Volatilität der Netze und ich kenne die Idee dieses Pumpspeicherkraftwerkes seit meinem Beginn als Naturschutzreferent seit dem Jahr 2009 und da sieht man auch, dass in Oberösterreich letztendlich was realisiert wird. Es gibt ja immer wieder mal Projekte in ganz Österreich, die diskutiert werden, die werden dann nichts, in Oberösterreich wird es dann was. Wir haben immer schon versucht, in Energiefragen eine Vorreiterrolle einzunehmen und ich glaube, das ist ein weiterer Schritt zu mehr Klimaneutralität. Bis 2035 klimaneutral und unabhängig. So das Credo der Energie AG. Mit Projekten wie diesen ist man auf einem guten Weg. Ich danke unserer Energie AG wirklich, weil sie da Tempomacher ist. Viele reden ja drüber, viele fordern etwas. Oberösterreich setzt um und deswegen haben alle auch so eine Freude. Das Borg Griskirchen lädt am Freitag, 10. November von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür. Informiert euch über die spannenden Zweige Naturwissenschaften, Kunst und Medien, Schwerpunkt Musik und Instrumentalzweig der Schule. Lass dich beraten und finde deine Stärken. Unter dem Motto Mehr Gesundheit und mehr Business bot die junge Wirtschaft Griskirchen bei einem Business Circle Einblicke in das Titzlandl Griskirchen. Zusätzlich boten sich den Jungunternehmern in 2 Impulsvorträgen Tipps für den persönlichen und wirtschaftlichen Erfolg. Das Thema Gesundheit und Business in Einklang zu bringen, ist aktueller denn je. Jede und jeder kennt seine großen und kleinen Herausforderungen im Daily Business. Die Vortragenden haben die Teilnehmer mit einer geballten Ladung Good Vibes, Tipps und Tricks für den selbstständigen Alltag abgeholt und inspiriert, so Linda Zechmeister vom Aktivteam der JW Griskirchen.
Es war ein Freudentag für die Pfarrbevölkerung von St. Agatha. Nach mehreren Jahren an Vorbereitungszeit wurde erstmals in der Pfarrkirche eine Pfeifenorgel zum Erklingen gebracht. Es ist ganz was Besonderes, wenn man so einen Ehrentag feiern darf und durch das Engagement und ehrenamtliche Engagement der Bevölkerung und auch des Pfarrgemeinderates ist es letztendlich möglich geworden, solch ein Projekt zu starten. Ja, ich glaube, in Agatha funktioniert es noch sehr gut, der ganze Zusammenhalt. Wir haben auch noch relativ viel Messbesucher gegenüber anderen Gemeinden oder vielleicht in Städte. Und eine Kirche ohne Orgel ist eigentlich keine perfekte Kirche. Alles begann 2017, als Umbauarbeiten an der Empore anstanden und sich dadurch die einmalige Chance ergab, auch eine Orgel errichten zu lassen. Aus den damaligen Plänen wurde letztlich Realität. Die Entstehungszeit natürlich einer Orgel ist auch gewaltig. Also das ist einmal die Montage in der Werkstätte, Transport an den endgültigen Standort. Dort dauert es auch wieder einige Wochen, bis alles aufgestellt, intoniert und gestimmt ist. Also das ist was Besonderes. Ich hätte es nie geglaubt, dass wir in Agatha einmal wirklich eine echte Pfeifenorgel kriegen. Mein Vater hätte einmal versucht, dass er das Projekt betreibt. Es ist aber ja, an verschiedene Vorgaben gescheitert. Aber jetzt ist es echt eine Wahnsinnssache. Ich bin davon überzeugt, dass eine Kirchenorgel sehr, sehr bedeutsam ist, weil sie so das Leben des Menschen vom Anfang bis zu seinem irdischen Ende mitgestaltet. Also das heißt, sehr schöne und festliche Anlässe, aber auch die schwierigen und die traurigen Momente des Lebens werden begleitet. Die Orgel als Königin der Instrumente steht für die Lebensfreude, für das Lob Gottes, aber auch für den Zusammenklang der unterschiedlichen Melodien, die wir im Leben so spielen. Sie steht aber auch dafür, dass wir ausgerichtet sind auf Gott und hoffen dürfen, dass alles einmal gut wird. Ein herzliches Dankeschön an unsere vielen treuen Kunden. Ihr habt uns wieder zu den besten und kundenfreundlichsten Werkstätten in Österreich gewählt. Und dies bereits zum 13. Mal in Folge. Fahrzeugreparatur ist Vertrauenssache. Und uns vertrauen sehr viele Kunden, ob bei der Neuanschaffung, der Wartung und Reparatur, beim Reifenservice und bei Schadensfällen ihr Fahrzeug an. Unser Team ist bestens geschult und uns sind drei Punkte sehr wichtig. Bei der Fahrzeugannahme erstellen wir einen Kostenvoranschlag für Sie. Gemeinsam können wir die Kosten abklären und über die Nutzung von Alternativteilen sprechen. Sollten bei der Reparatur Überraschungen auftauchen, informieren wir Sie sofort. Und mit Hilfe unseres Videochecks ist jede Reparatur für Sie transparent nachvollziehbar. Wir im Autohaus Danner arbeiten mit Spezialwerkzeug und werden auch ständig Hersteller entsprechend geschult. Wir haben sehr viel Erfahrung mit vielen unterschiedlichen Marken und dadurch haben wir viel Erfahrung in der Reparaturabwicklung. Das spart die Kunden natürlich sehr viel Geld und Zeit. Was wiegt's, das hat's? Die Rechnungen ist alles detailliert aufgegliedert und falls es irgendwelche Unklarheiten oder Probleme gibt, können wir das gerne mal besprechen. Transparent erklärt. Kompetent gearbeitet, fair verrechnet. So bleiben Sie bestmöglich mobil. Wir freuen uns, Sie in unserem Autohaus Danner wieder begrüßen zu dürfen. Ein Ort, knapp 6 Monate und mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher. Mit einem fulminanten Konzertabend ging die Kommunale im Peuerbacher Melodium klangvoll zu Ende. Insgesamt also eine erfolgreiche Bilanz für dieses neue Kulturformat des Landes, das in Peuerbach zum zweiten Mal stattgefunden hat. Wo
Und es zeigt sich, dass unter Einbindung der gesamten Region das ein großartiges Projekt war, mit ganz vielen Beteiligten in Kooperation. Und was da auf die Beine gestellt worden ist in diesen Monaten, war ganz toll. Und wir freuen uns, dass wir jetzt den Abschluss feiern können. Und sie ist einfach auch ein wichtiger Teil, um uns nach außen zu zeigen. Und gerade mit diesem Thema, mit einem Weltforscher, wie es Georg von Peuerbach ist, ist das natürlich besonders gut gelungen. Wir haben die Chance gehabt, dass wir uns als moderne, liebenswerte Kleinstadt mit guter Gastronomie, vielen Fachgeschäften präsentieren. Der superschöne Ortskern ist bei vielen Besuchern, die noch gar nicht da gewesen sind, gut angekommen. Und wir sind so froh und stolz, dass wir die Kommunale 223 austragen dürfen haben. Anlässlich des 600. Geburtstages des Astronomen Georg von Peuerbach konnten von 31. Mai bis 26. Oktober Kultur in großer Vielfalt erlebt und genossen werden. Ausgangspunkt für alle Veranstaltungen war das Motto Kosmos – Neue Welten, das aus verschiedenen, oft überraschenden Blickwinkeln beleuchtet wurde. Die Einbindung heimischer Kulturschaffender und Bildungseinrichtungen hat bei den Menschen der Region großen Anklang gefunden. Wir haben große Raketenmodelle gehabt. Ja, wir haben wirklich versucht, dass man den Menschen das Universum näher bringt. Wir haben eine ganz innovative Präsentation mit HoloLenses in der Ausstellung gehabt. Aber wir haben die Ausstellung auch fünfmal umgebaut. Sprich, wir haben einen Sonderausstellungsraum gehabt, wo wir von der Astrophysik über das Universum sozusagen, über künstlerische Positionen sehr viel gezeigt haben. Und ein ganz besonderes Kompliment habe ich für unsere Kulturvermittlerinnen zum Beispiel gehört. Die haben ja am Sonntag diesen super galaktischen Familiensonntag angeboten. Und eine Kulturvermittlerin hat mir gesagt, sie ist irgendwann einmal vor dem Problem unter Anführungszeichen gestanden, dass manche Kinder so gern zu ihr kommen sind, dass sie sich schon immer dann jeden Sonntag was Neues überlegen hat dürfen, weil die einfach schon so viele Stammgäste gehabt hat, dass das Vermittlungsprogramm immer wieder neu erfunden werden durfte. Aber das ist ein schönes Kompliment, wenn die Ausstellung so gern besucht wird, vor allem von den Kleinen, weil die sind, wir wissen, ein kritisches Publikum. Mit der Uraufführung von Albin Zeiningers Drei Betrachtungen schweifender Planeten für große Sinfonieorchester am Vorabend ging die Kommunale in Peuerbach am Nationalfeiertag zu Ende. Zudem ist es gekommen, weil ich eine Einladung bekommen habe vom Land Oberösterreich, ein Stück für ein großes Orchester zu schreiben, in Bezug nehmend auf die Kommunale 23. Und dann haben wir gedacht, okay, ich will nicht irgendwas Beliebiges schreiben, eine Festmusik, sondern wirklich mich in die Materie vertiefen und habe mir dann drei Planeten ausgedacht, in meiner geistigen Parallelwelt, und habe dann diese drei Planeten beschrieben, die Eigenschaften. Einer ist halt ruhig, der andere ist brodelnd, energievoll, der andere ist mysteriös. Mit ein bisschen Fantasie, glaube ich, kann man sich auch vorstellen, wie die Planeten da herumkreisen durch die Gegend. Also der Zugang zum Werk, wie geht man an die Musik heran, das war das Interessante. Und diese Botschaft, was wir erarbeitet haben als Musik, das müssen wir jetzt zum Publikum bringen. Und das wird das schön. Und es war schon spannend. Die Probe, ja, die Arbeit mit dem Komponisten, mit den Musikerinnen, mit den Musikern, und heute beim Publikum wird es hoffentlich auch gut ankommen. Ich bin davon überzeugt. Musik begleitet unser Leben, drückt das aus, was wir dann selber oft in Worten gar nicht sagen und ausdrücken können. Der Kosmos ist so allumfassend, dass wir ihn auch gar nicht erfassen können. Also insofern passt das schon ganz gut zusammen. Trendige Pflanzen für drinnen und draußen und tausende Deko-Ideen für die perfekte Weihnachtsstimmung zu Hause. Dobitzberger, die Erlebnisgärtnerei in Wels. Über Zuwachs bei den gesunden Krabbelstuben und gesunden Kindergärten im Kinderland Oberösterreich freut sich Landeshauptmannstellvertreterin Bildungs- und Gesundheitslandesrätin Magister Christine Haberlander. Jeweils 12 Krabbelstuben und Kindergärten erhielten die Auszeichnung Gesunde Krabbelstube bzw. Gesunder Kindergarten. Verliehen wurden die 24 Zertifikate kürzlich bei einer Veranstaltung in Linz. Aus dem Bezirk Everding wurden die Krabbelstube Alkoven und der Gemeindekindergarten Alkoven ausgezeichnet. Aus dem Bezirk Grieskirchen wurde die Regenbogen-Krabbelstube Natternbach ausgezeichnet.
Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Kerstin Lechner und ihr schönstes Accessoire, der Babybauch. Und Celebrate. Wir feiern unsere 222. Ausgabe. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Resch gespült und frisch gesungen, so das vielversprechende Motto der 50-Jahr-Feier des Trachtenvereins Neukirchen am Walde und Eschenau. Solche Jubiläen sind natürlich sehr wichtig, weil da können sie Vereine präsentieren und werden auch vor den Vorhang geholt und die Leistungen dieser Vereine, und deswegen gehört einfach sowas auch gefeiert. Und das Motto des Abends kam nicht von irgendwo, denn... Das ist von denen rausgekommen, das frisch gesungen, das wir früher zusammengekommen sind und einfach von der Leber frisch rausgesungen worden ist, was ihnen eingefallen ist. Und da ist halt einfach ohne Noten einfach auch mit rausgespielt worden. Also da hat man keine Noten nicht gehabt, und durch das ist auch der Name Resch gespielt und frisch gesungen entstanden. Der Trachtenverein Neukirchen und Eschenau ist jetzt nicht frei von der Leber weg, sondern aus der Idee vier junger Burschen entstanden. Die haben den Lenz gearbeitet, die haben das Ganze ins Leben gerufen, sind dann von den Traunern, Neuhofnern fortgebildet worden. Durch das ist dann eigentlich der Heimat- und Trachtenverein Neukirchen am Wald entstanden, wo es dann später wünschenswert gewesen ist, das heißt Heimat- und Trachtenverein Neukirchen am Walde und Eschenau, haben sie dementsprechend weiterentwickelt. Insgesamt sind wir ein Verein mit einer Tanzgruppe, zwei Schuhplattergruppen und einer Schnalzegruppe. Noch gerne erinnert man sich an die Anfänge zurück, besonders das eine oder andere Hoppala bleibt bis heute unvergessen. Ich weiß halt noch, da waren wir in St. Valentin auf der Mooskost, das ist eine Riesenveranstaltung gewesen. Und da hat der Aumüller Ade und ich, da haben wir einen Watschenplattler gemacht. Und da haben wir immer einen durchziehen müssen. Und da ist die Bühne, da ist 2-3 Meter hoch, bin ich. Und ich hätte ihn rausgefangen, der ist bei mir zwischen die Füße drin gehängt, hat er sich auf die Knie gehauen, weil er gemeint hat, ich schmeiß lieber die Bühne habe. Ja. Von der Bühne wurde zum Glück niemand geschmissen, auch bei der Jubiläumsveranstaltung nicht. Eines dafür war aber sicher, das Programm ließ keine Wünsche offen. Sehen kann man natürlich, was die Volkstanzgruppen, der Trachtenverein, auf Bühne zaubert mit dem Tanz. Das ist einerseits der Volkstanz und andererseits die Vollgasplattler. Das sind junge Typen, also die fetzen ganz schön umeinander auf der Bühne. So glauben die, dass es ein Gesamtbild ist, was alles unter Volkskultur gut reinpasst, weil das ist, glaube ich, der Sinn von dem heutigen Abend. Volkskultur wieder mal auf Bühne bringen. Und über würdevollen Nachwuchs braucht man sich hier auch keine Sorgen machen. Ja, das stimmt. Wir haben sehr viel Jugend und das haben wir natürlich auch stolz. Ja, als Vorplattlerin natürlich freut es mich ganz besonders, dass wir zwei Gruppen haben. Auch. Bei den Powerplattler haben wir 12 Mädels, die was plattern. Und bei den Chaosplattler, wo auch ich dabei bin, da haben wir 17. Und auf das sind wir stolz. Genau. Ja, das macht mich selbstverständlich glücklich, dass die Vereine in unseren beiden Gemeinden, in Neukirchen und in Eschenau, so aktiv im Vereinsleben, in unserem gesellschaftlichen Leben so aktiv sind. Das zeugt von einer guten Gemeinschaft und das wird bei uns groß gelebt. Resch gespült und frisch gesungen, die geballte Volkskultur von Neukirchen und Eschenau auf einer Bühne vereint. In Wallern ist es mittlerweile Tradition, dass jährlich eine andere Ortsgemeinschaft das Maifest ausrichtet. Dieses Jahr war die Gruppe Rund ums Kronal, bestehend aus Einwohnenden aus den Ortschaften Furt, Hilling, Holz, Kitzing, Uttental und Weghof an der Reihe. Nachdem das vergangene Maifest am Marktplatz auch finanziell ein großer Erfolg war, überbrachte deren Präsident Florian Luger mit einer Abordnung eine Spende in der Höhe von 2.500 Euro an das Jugendbetreuerteam. Dieser Betrag wird zweckgewidmet für unsere Jugendarbeit, die den Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr sicherstellt. Ich darf
Sie sehr, sehr herzlich begrüßen bei der Firma Genböck Haus in Haag am Hausruck, ein Familienunternehmen, das sich seit über 35 Jahren mit dem Thema Einfamilienhaus aus Holz beschäftigt. Eine sehr, sehr nachhaltige Bauweise, und seien Sie gespannt über die Details, was wir da alles machen. Egal ob außergewöhnliche Architektur, ein Bungalow oder ein Meckelhund, bei Genböck Haus werden alle Objekte individuell geplant. Hier in unserem Schauraum werden die Komponenten wie Türen, Fenster, Fassade für die jeweiligen Kunden bemustert. Wir befinden uns da in der Produktionshalle, verarbeiten die Daten von der Konstruktion, machen die Wand- und Deckenbauteile sowie die Dachbauteile und bauen sogar die Fenster für die Montage ein. Die fertigen Bauteile werden auf die Baustelle transportiert und von unserem Montageteam montiert. Die Montagezeit beträgt in der Regel 1 bis 2 Tage, bei größeren Häusern circa 3 Tage. Das heißt, in wenigen Tagen kann die Dachentdeckung erfolgen, die Fassadenübergänge können komplettiert werden und der Innenausbau kann beginnen. Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen tolle Einblicke von Genböck Haus übermitteln, und mit einer kompakten Planung und der ökologischen Bauweise der Climate Skin Konstruktion können Sie rasch und kostengünstig Ihren Traum vom eigenen Heim realisieren. Nähere Infos bei den Bauinfotagen am Samstag, 14. und Sonntag, 15. Oktober, jeweils von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr in der Genböck Haus Firmenzentrale in Haag am Hausruck. Im Linzer Jägermeierhof, dem Bildungshaus der Arbeiterkammer Oberösterreich, wurden die Zertifikate für 45 Absolventen der oberösterreichischen Gewerkschaftsschulen überreicht. Auch 9 Kollegen aus den Bezirken Griskirchen und Everding schlossen den 2-jährigen Lehrgang erfolgreich ab und erhielten von ÖGB-Landesgeschäftsführer Daniel Mühlböck ihre Urkunden. Ein weiteres Landjugendjahr neigt sich dem Ende zu. Bei der Bezirkstagung der Landjugend Braunau im Gasthof Danzer in Aspach ließ man dieses noch einmal Revue passieren. Das letzte Landjugendjahr war wieder wahnsinnig vielfältig. Wir haben wieder extrem viel erreicht. Ein großer Punkt war im letzten Jahr unser Jahresschwerpunkt. Wir haben sehr viel auf Nachhaltigkeit geachtet. Auch unsere Ortsgruppen haben da sehr viel drauf geschaut, und natürlich ganz groß waren unsere Erfolge, vor allem auf Bundesebene, was die Landjugend Oberösterreich da wieder gemacht hat. Auch im Bezirk Braunau jagte eine Veranstaltung die nächste. Haben wir natürlich wieder Hauptfahrtssachen gehabt, Hauptfahrtsunternehmungen, Exkursionen von verschiedensten Bewerben, natürlich in Landwirtschaft und Umwelt und so weiter. In unsere Säulen haben wir wieder unser Programm wie altbewährt durchgeführt, und wir haben wieder zahlreiche Teilnahmen gehabt. Und so ist ein Landjugendjahr schön, wenn man mit so vielen aktiven Mitgliedern das bestreiten kann. Und 2 von ihnen zählen sogar zu den aktivsten überhaupt im ganzen Bezirk. Ich bin so gern dabei, weil das nicht nur eine Einzelleistung ist, sondern weil man da immer mit seinen Freunden beieinander ist und das dann immer ein Riesenspaß ist und die Sachen immer recht klasse organisiert haben. Es macht mir einfach tierisch Spaß, dass ich da dabei sein darf, und man kommt einfach mit den ganzen Freunden zusammen, und es ist einfach eine unvergessliche Zeit bei der Landjugend zu sein. Eine unvergessliche Zeit als Bezirksvorstand hatte auch Fabian Beinhundner. Mit einem lachenden und weinenden Auge übergab er das Zepter nun an seinen Nachfolger. Mit Christoph Schnitzinger trifft es auch keinen Unerfahrenen. Ja, vor 3 Jahren habe ich anfangen dürfen im Bezirksverstand als Agrarreferent, habe dort schon Agrarexkursionen dann ausmachen dürfen. Die letzten 2 Jahre dann als Leiter Stellvertreter schon beim Fabian, beim damaligen Chef, lernen dürfen. Und jetzt auch eine neue Herausforderung auf mich genommen. Und jetzt schauen wir, dass wir das Ganze weiter so führen und die Mitglieder so motiviert gehalten, wie es jetzt auch schon sind. Wir arbeiten ja schon eine Zeit zusammen, und da weiß man einfach, das haut hin, das passt. Der Christoph ist sehr motiviert und engagiert,
und somit fällt einem das leicht, dass man das Amt angibt. Und natürlich ist mein Hintergrund, also eine kleine Fee, wenn da ein Rat und Tat stehe ihm dann beiseite. Wir schauen jetzt, dass wir mit frischen Wind wieder durchstarten, nachdem der Christoph da, glaube ich, auch ziemlich gut eingewachsen ist, schon als Chef-Stellvertreter. Wird er das sicher auch gut machen und wir werden da richtig gut zusammenarbeiten. Und auch mit dem neuen Team freuen wir sich schon richtig, dass man da gemeinsam was startet. Da gehen so viele Ideen wieder vor. Jetzt ist wieder einiges los und jetzt schauen wir mal, was da draus wird. Und motiviert muss der nun neu aufgestellte Bezirksvorstand auch sein. Denn im kommenden Jahr hat sich die Landjugend nämlich wieder so einiges vorgenommen. Und da steht auch wieder ein neues Jahresthema am Programm. Das nennt sich Grenzgenial, Landjugend international. Wir werden einen landesweiten Kochwettbewerb veranstalten, aber auch ganz viele andere Sachen, wo wir für die Ortsgruppen einen Austausch über die Grenzen hinaus veranstalten möchten. Wir haben ein Ockern, wir haben wieder ein Mar, wir haben einen Kochwettbewerb, Quizrallye, Redewettbewerb. Wir haben richtig viele Bildungsprogramme, sei es Kocher, sei es Allgemeinbildung über Wald und Wild oder einfach agrartechnische Sachen. Also wir haben echt viel geplant und schauen da, dass wir für jeden was dabei haben. Seit 25 Jahren finden schwerkranke Patienten auf der Palliativstation St. Vinzenz medizinische und pflegerische Betreuung in ihrer letzten Lebensphase. Hier wurde auch der Grundstein dafür gelegt, dass palliative Care heute in vielen Bereichen des Krankenhauses integriert ist und zusätzliche Einrichtungen entstanden sind. Die Palliativstation im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried war die erste solche stationäre Einrichtung in Oberösterreich. Die AMAG-Gruppe verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2023 dank ihrer breiten Aufstellung eine solide Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Bei einer anhaltend positiven Nachfrage aus den Bereichen Luftfahrt und Automobil konnten deutliche Rückgänge bei industriellen Anwendungen, Sport- und Architekturprodukten auch durch eine zufriedenstellende Ertragslage der Elektrolyse in Kanada flexibel kompensiert werden. Firma Wiesinger Bau aus Tommelsham. Wir freuen uns auf unsere Messegäste in Halle 15 und bieten kompetente Beratung in den Bereichen Hochbau, Holzbau, Sanierung, Anbau und Aufstockungen in Massivbau und Holzriegelbauweise. Unsere Planer und Techniker begleiten Sie gerne von Anfang an. Erleben Sie die Haus- und Baumesse am Hargassner Messestand. Vom 10. bis 12. November in Ried im Innkreis. Haus und Bau ist Österreichs wichtigste Bau- und Wohnmesse im Herbst. Hargassner Heiztechnik in Halle 19 freut sich auf Ihren Besuch. 1300 Schüler zeichnen und malen schon fleißig für den 6. Rieder Fahnen-Adventkalender. Der Fahnen-Adventkalender gehört zur Vorweihnachtszeit in der Einkaufsstadt Ried, wie der Lichterglanz der Weihnachtsbeleuchtung, der Christbaum auf dem Hauptplatz und viele andere adventliche Highlights. Bereits zum 6. Mal bereichert die Aktion heuer den Weihnachtseinkauf in Ried um eine weitere bunte Facette. Oberösterreich ist Spitzenreiter beim Ausbau erneuerbarer Energien. Platz 1 bei Sonnenenergie, Wasserkraft, Biomasse und Geothermie. Im Vorjahr gab es in Oberösterreich einen PV-Zuwachs von einer Fläche von umgerechnet mehr als 200 Fußballfeldern, der Großteil davon auf Dächern. Damit sind wir Spitzenreiter unter allen Bundesländern. Das klare Ziel, wir wollen die Stromerzeugung aus PV bis 2030 verzehnfachen. Eine Information des Wirtschaftslandesrates. Was sonst nur in den großen Theatern der Welt zu sehen ist, sorgte für staunende Gesichter in der Weberzeile. Der Abend stand unter dem Motto »Staunen für den guten Zweck« und so konnte vor dem Showfinale in Zusammenarbeit mit dem Roundtable Ried eine beträchtliche Summe gespendet werden.
Gemeinsam mit Centermanager Christoph Fuhrmeier konnte ein Spendenscheck in der Höhe von 10.000 Euro übergeben werden. Die Spendensumme kommt zwei Familien mit einem beeinträchtigten Kind aus der Region zugute. Herzlich willkommen in der Wohnwelt Meier in Ried im Innkreis. Ob Licht oder diverse Oberflächen und Materialien, alles wird für Sie zu einem Gesamtkonzept zusammengeführt und am Ende für Sie fotorealistisch dargestellt. Gerald Meier hat nach rund 16 Jahren im Vorstand der AMAG Austria Metall AG, AMAG, den Wunsch auf vorzeitige einvernehmliche Auflösung seines Vorstandsvertrages geäußert, um neuen beruflichen Herausforderungen nachzugehen. Der Aufsichtsrat hat in der heutigen Aufsichtsratssitzung diesem Wunsch einstimmig zugestimmt. Gerald Meier ist seit 2007 als Finanzvorstand der AMAG tätig und wurde 2019 zusätzlich zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Während seiner Vorstandstätigkeit sind wesentliche strategische Weichen gestellt und die AMAG unter anderem erfolgreich an der Wiener Börse gelistet worden. Musik.